So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Endlich BIMS Mobile Folge 5. Ich weiß, ihr musstet lange warten und Entschuldigung, dass die letzten Tage keine Videos kamen, aber ich hatte sehr wichtige Dinge zu erledigen. Das habe ich getan und deswegen geht es auch jetzt direkt los und zwar nach dem Intro. Ah, ich habe gar keins. Sparen wir Zeit, legen wir direkt los. Bis gleich, Leute. Ciao. So, kommen wir direkt zu Thema Nummer 1. Es gibt ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte, bevor ich sie nämlich zum 10. Mal vergesse. Und zwar betrifft es Sachen, die ich bei den letzten Daily Vlogs angesprochen habe. Also die sind nicht vergessen, einfach nur etwas ins Hinterfeld gerückt. Zum Beispiel das fluoreszierende Wasser. Ich verlinke euch dieses Pulver, dieses Leuchtpulver mal in der Beschreibung, damit ihr euch das zulegen könnt. Wenn es daran geht, klar, benutzen wir das nochmal. Aber jetzt erstmal verlinke ich euch das nochmal in der Beschreibung. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 sind Bäume in der Natur schneiden und mit Glycerin haltbar machen. Auch das machen wir, ich habe das ganze Zeug ja da, kommt allerdings auch erst in einem Video, wenn es soweit ist, dass meine Anlage Bäume braucht. Nächstes Thema, genau, Gruß an Niklas, der manchmal Kommentare schreibt oder irgendwie so. Nächstes Thema, das Gewinnspiel. Ist immer noch offen, Leute, da weiß ich noch nicht genau, immer noch nicht, wie das vonstatten geht, weil wahrscheinlich ist es tatsächlich sogar so, dass es illegal ist, ein Gewinnspiel zu machen an Jugendliche unter 18 Jahren. Da müsste ich irgendwie Einverständnis und. Das heißt, ich werde die ganzen Sachen wahrscheinlich verschenken an die Anlage, die ich am schönsten finde. So irgendwie werden wir das dann machen, denke ich mal. Schauen wir mal. Das war es jetzt kurz dazu. Jetzt geht es endlich los mit dem Update. Also bis gleich, Leute. So, hier seht ihr nochmal den Gleisplan über die drei Module. Das Ganze wird so nicht funktionieren. Ja, also das musste ich tatsächlich feststellen. Zum einen habe ich mich vermessen oder verschätzt, denn ich habe nicht wirklich gemessen. Ja, und das hat jetzt das Problem, dass ich hier mit den Radien nicht sauber rumkomme. Das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich das Ganze wahrscheinlich umplanen. Ich weiß nicht, ob ich die gesamte Anlage ein Stück nach vorne ziehe. Ja, hier einen Tunnel mache, hier einen Tunneleingang und dann einfach nur wie so eine Schauanlage die Züge durchfahren lasse und das Ganze hinter der Anlage drehen. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Jetzt erstmal steht noch der Plan. Allerdings ist auch Fakt, ich kann hier eigentlich dementsprechend nicht weiterbauen. Ja? Also ich habe es jetzt so weit aufgebaut von den Modulen her, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Aber der Gleisverlauf hier, den kann ich knicken. Was ich nicht knicken kann, ist das Stück hier. Das habe ich auch angefertigt, das zeige ich euch auch gleich. Und das ist ja im Prinzip dann ein Stück Wandmodul. Und wenn ich es nicht als Wandmodul verwende, so kann ich es immer noch als eigenständige Module verwenden. Programmiergleis oder an diese drei Module hinten oben anschrauben, sodass eine weitere Etage entsteht. Auch das wäre möglich. Jetzt aber genug gelabert. Jetzt zeige ich euch mal mit einem Schwenk die weiteren Module, die ich da gebaut habe. Da wartet ihr ja die ganze Zeit. Drei ist ja nur ein Kasten, aber Modul Nummer 2 hier. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, Moment, dass wenn man dann noch ein bisschen drehen, genau, von hier nach oben guckt, ja, wird hier ein Hang sein mit einem Weinberg und hier irgendwo auch ein Weingut, sodass man Blick vom Weingut auf das Schloss hat oder auf die Ruine. Und das hat auch einen Grund. Ich habe nämlich einen Kollegen, der ein Weingut besitzt, das Weingut Kruppenbacher. Und man hat tatsächlich von diesem Weingut aus genau den Blick aufs Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Und ja, das möchte ich so ein bisschen nachbauen. Und werde da demnächst auch mal hingehen und mir das Haus ein bisschen, oder das Weingut ein bisschen angucken. Und dann ist es ein ganz, ganz witziger Effekt, weil es dann genau der gleiche Blickwinkel ist wie hier. Das ist ein bisschen Zufall. Und ja, hat sich einfach angeboten, dann das dann so nachzubauen. Jo, gut. Wie gesagt, das nächste Modul ist hier einfach ein ganz normales, gerades Modul, habe ich euch ja schon gezeigt, ist auch noch nicht verschraubt, also das hier ist noch offen. Zum Glück, da der Gleisplaner nicht funktioniert. Dann Module oder Segmente verschrauben, das werde ich so machen. Das zeige ich euch einmal. Und zwar so, ja, mit zwei Schlaggewinden, zwei Unterlegscheiben, einem Achtermutter, Schraube und einer Flügelmutter. Und somit kann ich das immer wieder lösen und verschrauben. Die Anlage ist transportabel. Ja, ich denke, das sollte funktionieren. Werden wir sehen. Im nächsten Video, denke ich.
wenn ich dann die Module verbinde. Ich warte nämlich noch auf die Gleisbettung, sonst hätte ich ja wahrscheinlich schon angefangen, Gleise zu verlegen. Bisher habe ich mir lediglich Schablonen ausgedruckt, um das zu verlegen. So, jetzt kommen wir aber zur Wandanlage. Da blende ich euch mal was ein, was ich schon einen Tag vorher aufgenommen habe. Und wenn ich euch dann, ja, wenn das rum ist, sehen wir uns wieder. Dann zeige ich euch den aktuellen Stand. Also bis gleich, ihr Lieben. Ciao. So. Ja. Es geht zwar nicht an der Hauptanlage weiter, aber was ihr hier seht, ist ein Teil des Wandmoduls der gegenüberliegenden Seite. Und das Gute war, dass durch meinen Zuschnitt und Wahl der Platten genau immer ein Streifen Holz Multiplex übrig geblieben ist. Das heißt, ich hatte bei drei Modulen 6 Bretter übrig. Und aus diesen 6 Brettern lassen sich eben 2 Wandmodule bauen. Perfekt, denn mehr brauche ich auch nicht für die andere Seite und ich habe dadurch eigentlich keinen Verschnitt. Das bisschen, was ich an Verschnitt habe, das werde ich anderweitig einsetzen. Ja, jetzt könnt ihr euch hier natürlich noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Deswegen machen wir einfach mal so. Tadam. Also da wird Mauer hinkommen. Und jetzt nochmal kurz da ein paar Gleise und ein bisschen Schotterbett hinlegen, damit ihr da von einfachen Eindruck bekommt. So, sieht das Ganze dann aus. Natürlich habe ich schon was vorbereitet und ihr seht auch jetzt das Ganze, wie ich hier schon ein bisschen was an Arbeit oder Vorarbeit mache. Ich werde das Ganze so weit machen, dass ich bis zum Wochenende oder jetzt am Wochenende zumindest mal hier eine Art Programmiergleis habe beziehungsweise mal eine Lok hin und her fahren lassen kann. Das ist so mein Ziel, auch weil da hinten ja die DigiCase liegt und die möchte ich einfach mal austesten, jetzt endgültig mal. Und ja, dann bietet sich das einfach an, gerade weil der Bau an den großen Modulen stockt. Darauf gehe ich aber in einem anderen Part hier in dem Video ein. So, wie gesagt, ihr seht ja, dass hier das eine recht große Fläche ist. Ich habe da aber schon mal ein bisschen Mauerwerk vorbereitet, natürlich. So, ich muss das Ganze jetzt nur noch anmalen. Ja, Bims Mauerplatten aus Dämmplatten. Wunderbar, perfekt. Und ja, schon hatten wir einen 1,20 Meter langen Streckenverlauf. Relativ schnell. So, das Ganze malen wir jetzt erstmal an. Und zwar erstmal die Grundfläche braun. Also los geht's. So, Fokus, tatam. Genau, also zuallererst ziehen wir uns hier an unserer Mauerplatte einen Bleistiftstrich. Und zwar über die ganze Länge des Moduls. Hat den Grund, dass wir Farbe sparen möchten. Kostet ja auch Geld. Und jetzt müssen wir hier nicht mehr alles anmalen, sondern nur bis zu der Kante. Und jetzt kleben wir hier vorne noch das ab, damit das später nicht bemalt ist, sondern nur bis hier oben drauf. Ja, und das machen wir jetzt. Thank you.
Ja, ihr Lieben, wenn man schon auf intelligent macht und sagt, man möchte Farbe sparen, dann sollte man auch die Gleise gleich mit aussparen. Macht ja Sinn in dem Fall. Machen wir natürlich auch. Ich lasse hier noch ein bisschen Platz. Ungefähr, ja, gleich viel. Ich hole einfach mal ein Maßband und lasse rechts und links gleich viel Platz. Ich denke, das ist die beste Lösung. Das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Gut, dann nehme ich eben das Ding hier. Ach Leute, vielleicht kennt ihr das, ich weiß ja nicht. Wenn ich irgendwas am Basteln bin, sieht es hier innerhalb von kürzester Zeit aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. 3 cm und hier 3,5, ja, so lassen wir das. Machen wir zur Anlagenkante ein bisschen mehr. Auch 3. So, muss ja nur ungefähr sein. Gut, und dann ziehen wir logischerweise hier auch Bleistiftstrich. Einmal, zweimal. Und schieben das Ganze mal nach vorne. So, wunderbar. Einmal und zweimal. So, jetzt kann das auch wieder weg. Und jetzt können wir das endlich anmalen. Ja, was wir dazu brauchen, ist natürlich wie immer Pinsel. Ich habe mich für ein dunkles Braun entschieden, in dem Fall dieses hier, weil ich mit Erdtönen arbeiten werde und dann ist der beste Untergrund ist. Ich möchte nicht diesen künstlichen Landschaftseffekt haben später, deshalb dunkles Braun. So, das Ganze vermische ich mir jetzt natürlich noch etwas mit Wasser. Da ruhig ich mich was rein. Da werde ich auch einiges brauchen an Farbe, denke ich mal. Ja, das war auch bei weitem nicht genug. Was mache ich denn? So, gleich mal leer gedrückt, 35 ml. Fett ein bisschen verrühren. Muss nicht arg verrührt sein, das wird dann eh vermalt, aber einfach um die Farbe etwas auszudünnen. Goodie, goodie, gut. Dann malen wir das Ding mal an. So. Gucken, ob das jetzt kein Fehler war mit dem Wasser. Nö. Passt eigentlich. So, und das Gute ist halt jetzt, wir müssen halt wirklich nur hier die Streifen anmalen. Das mache ich jetzt mal von der Seite, damit ich eine saubere Kante habe später. Das, jetzt, das habt ihr gar nicht gesehen jetzt, tut mir leid. Ich habe im Prinzip genau so gepinselt über die Kante, damit es die Farbe nicht unter zwischen Holz und Klebeband drückt. Das war das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe. Das geht ja super, muss ich sagen. Habe ich tatsächlich nicht so viel Farbe gebraucht. So, hier das Gleiche, ne? Auch von der Seite. Wenn man es jetzt sieht, ja, das hat man gesehen. Wunderbar. Gut. So. Streiche ich jetzt so, da werde ich noch mal drüber gehen gleich, aber erstmal so, dass man die Maserung vom Holz nicht mehr erkennt. Das ist das Einzige, was ich erstmal möchte. So, hier habe ich jetzt, ja, am besten gehe ich jetzt die ganze Zeit so nach vorne, damit ich mir die Modulkante vorne nicht versaue. Jetzt mal ein bisschen auspinseln hier, ist ziemlich feucht, das ist schon passiert, wahrscheinlich war es das schon. Gut, werden wir sehen dann beim Abziehen, ich mache es jetzt einfach mal so. Angenehm die Farbe irgendwie hat. Kommt wahrscheinlich vom Verdünnen mit Wasser. So, und wieder geirrt, Farbe ist leer. Ich glaube, kriege ich es zumindest noch ein bisschen angemalt. Aber eigentlich reicht es auch schon als Untergrund. Es muss ja hier jetzt nicht komplett dunkelbraun sein. Es soll ja auch ein bisschen verschiedene Erdtöne darstellen. Und wie gesagt, es wird später eben begrünt. Also von dem her ist es nicht so wichtig. Jetzt haue ich hier einfach den Rest an Farbe noch drauf. Ja.
Gut, und jetzt kümmern wir uns um die Mauerplatte. Die Geschichte lassen wir hier jetzt mal trocknen. So, ich zeige euch jetzt nicht alles, also die ganzen Arbeitsschritte meine ich, aber ihr bekommt hier jetzt mal einen Eindruck von der Mauer. Ich habe die jetzt mal noch ein bisschen ausmodelliert, hier eine Treppe noch hingemacht. Ja. Einfach so ein paar Säulen, damit das Ganze dann später gut aussieht. Und ja, mal das jetzt fertig an und dann setzen wir das drauf, dann seht ihr das auch nochmal richtig. Nur wie gesagt, das hätte jetzt absolut den Rahmen des Videos gesprengt. Das wäre mal so ein Thema für ein extra Video, wie man sich, ja, ich schätze in 3 Stunden 1,20 Meter Arkadenmauer baut und bemalt. Gut, weiter geht's. So, da ist unser Modul und zwar das zweite. Da hinten ist das erste, das ich gebaut habe. Wie gesagt, das Ganze wurde aus Verschnitt gebaut. Hier habe ich jetzt einfach mal die Dämmung ausgelegt. Ja, und da hinten habe ich natürlich die Wand gemacht mit der Treppe. Wo ist der Stand im Moment? Ich habe es jetzt mal in der gleichen Farbe gehalten wie die Burgruine. Auch den Fels werde ich in dieser Richtung gestalten. Muss ja, sonst passt das Ganze einfach von der Stimmigkeit her nicht. Ja, aber ich denke, so als Wandelement sieht es selbst jetzt schon, ist ja nicht viel passiert. Ja. Hier fehlen ja noch Büsche, Bäume, so das ganze ja, Material, das so den Bahndamm eigentlich ausschmückt, fehlt hier ja noch. Aber ich denke, bis jetzt sieht es ganz toll aus. Besser als so eine herkömmliche Mauerplatte, weil man sie eben einfach wieder viel individueller gestalten kann. Ja, und dann werde ich hier noch ein paar Lämpchen setzen. Und dann sieht das Ganze super aus. So, dann geht aber der Streckenverlauf hier natürlich weiter. Und hier habe ich mir was ganz Tolles überlegt. Zumindest finde ich das ganz toll, keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Und wenn ihr das cool findet, wenn ihr es cool findet, dann schreibt mir mal eine Umsetzungsmöglichkeit. Ich erkläre euch jetzt mal, um was es geht. Also ich habe vor, hier einen Zug fahren zu lassen, dann ein ICE-Tunnelportal oder ein Tunnelportal zu machen, wo die Züge hier im Tunnel verschwinden. Allerdings ist das ein Querschnitt in den Tunnel, das heißt, man kann reingucken und sieht hier nur die Tunneleinfahrt. So, das Ganze wird dann innen beleuchtet, natürlich auch mit Oberleitung und so weiter. Und ja, wenn ihr da Ideen, Anregungen habt, vielleicht könnt man sogar einen kleinen, ja, wobei ein Bahnsteig wird es wahrscheinlich zu schmal sein, sieht dann wieder nichts aus, so mehr gewollt als gekonnt. Aber allein die Tunnelvariante finde ich schon eine geile Idee, einfach weil man da einen Anlageneinblick bekommt, den man in der Regel ja nicht unbedingt hat. Wenn der Zug dann im Tunnel verschwunden ist, dann war es das auch. So, also ihr seht, das ist im Moment der Überblick im Chaos von BIMS MOBA. Wir haben also hier eine Anlagenlänge von jetzt 3,60 Meter und 2 Wandmodule von je 1,20 Meter. Da kam wieder der Pelzer raus gerade. Ja. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Ihr dürft mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Gerne dürft ihr auch ein Abo da lassen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr wissen wollt, wie es hier beim BIM weiter bimmelt. Das ist ja immer ganz spannend. Ihr merkt ja, das ändert sich hier täglich. Gut, dann habe ich noch eine Sache auf dem Herzen, Leute, die mir ganz, ganz wichtig ist. Und zwar möchte ich jemand grüßen. Und zwar nennt er sich Modelleisenbahner Tomi und mir wurde gesagt, er verfolgt jedes Video von mir. Also das schmeichelt mir unglaublich. Ich freue mich wahnsinnig darüber und ja, Tomi, sei gegrüßt an der Stelle. Es freut mich wahnsinnig, dass du meine Videos guckst. Hoffe, du machst es auch weiterhin. Und ja, fühl dich gegrüßt und gedrückt an dieser Stelle. Das war's zum heutigen Video, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer BIM, macht's gut und ciao.